herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Wir sind sehr erfolgreich soweit gekommen, dass wir in der letzten Welt jetzt sind und mit Pilzpalast 1 geht's jetzt los. Ich habe nur noch ein Leben und deshalb die Frage, weshalb ich jetzt in dem Level letztendlich fahrlässig sein werde. Einfach damit ich das keine zwei Male machen muss, weil ich halt im Spiel oder das später ganz definitiv ein Game Over haben. Und da muss man nicht die ganze Soße noch zehnmal spielen. Weshalb ich mich hier an der ersten Gelegenheit, wo es geht, einfach mal einmal ein bisschen umbringen. Um Game Over zu haben. Damit ich wieder volle Leben habe und dann geht es hier jetzt halt eben hier ab der Stelle weiter. Wisst ihr, was es meint? So was ist geplant. Das ist eben Zweck der Aktion. So. Dann schauen wir doch mal. Genau, dass wir in den Spaß reingehen. Ja, es hat so mal 2 bis 3 Parts, hat der ganze Spaß hier noch. Vielleicht nur 2. Vielleicht 3. Man weiß es nicht, sie werden sehen. So, ja, ja, ist gut, Bowser Junior. Part heißt Terror im Pilzpalast übrigens. Nur so als Info. Weil ich denke mir meistens immer davor oder während. Ich finde den Sonntag so geil bei mir vom Level. Aber ich denke mir meistens davor oder während solchen Videos aus, wie ich die nenne. Und nicht irgendwie erst danach oder so, wie es ja einige andere YouTuber durchaus mal machen. Oh, wenn die Dinger hier einschlagen, nehmen die einen hier ganz schön was weg. Das ist krass. Aber ich glaube nur die großen, ne, auch die kleinen, okay. Immer schnell sein und aufpassen, dass man nicht genau dann springt, wenn er was runterkommt. Dann passt der ganze Spaß auch. Digga, das war gerade scheiße knapp hier. Also müssen wir warten, bis was runterkommt, ne? Und dass die auch, dass wir noch weiter unten theoretisch zerstören könnten. Die ganze Sache dann so ein bisschen nippeliger macht. Ja, dann ziemlich gearscht ist. Let's say this in German. Gott! Jo, Scheiße, kann ja ganz schön hart untergehen. So, hier wird es auch gleich wieder baden gehen. Es gab Bahn geht, was ist am besten irgendwo auf sicherer Seite oder man springt. Alles in der Art zählt, funktioniert. LOL! Das war halt einfach. Das war halt einfach. Das war übelst einfach hier! Klar, ist Mobs hier, aber trotzdem. Das ist heftig einfach, das Level gewesen hier. Ja, komm, wenn der Rest auch so einfach ist, easy going. Rasier mal alles in die Party. LOL. Ja, aber ich glaube, es ist früh gefragt. Jetzt wird es nämlich heftig, weil es wird. Safe von der Level Left. Ja, hier Reise über Magma mehr hat das schon deutlich unangenehmer an. Ich glaube, man muss ihn töten, weil das Ding, wenn zu viel drauf sind, kaputt geht. Wenn im Allgemeinen einfach so viel Zeugs drauf ist. Das geht auch vor so kleine Mini-Gumpas. Das Sache nicht gerade einfacher. Jetzt habe ich keine Ahnung, was passiert, wenn hier alles voll ist, aber. Ja, ich. Ach, ich glaube, das gute Ding fährt dann einfach nur das weiter, oder? Ich weiß nicht, ob es dann untergeht oder einfach nur das weiterfährt. Weil das ist offensichtlich egal, das heißt egal, was drauf fällt. Solange da was drauf fällt, wird es ätzend. So. Ja, das kommt hier ein paar kleine Scheißhaufen hier. Ich muss immer Blick haben, wie viele kleine Sachen gerade halt da sind. Da muss man das hier wegbefördern.
ist machbar. Ich hab mal zu viel Salz drauf, ich geh das Ding, glaube ich, unter. Jawohl. Ach, oh nein. Deshalb. Wir müssen einfach diesen komischen Gas hier weg. Deshalb darf die Plattform nicht stehen bleiben. Dann muss man alles töten. Dass hier in die Quere von der Size-Plattform kommt. So ist das Level aufgebaut, das versteht jetzt den Sinn. Man hat alle Maulwürfe töten, die meinen, hier auf die Welt raufkommen zu müssen. Ich muss da oben rein, ne? Digga, ich hätte jetzt immer ein Haar nicht gesackt und wer hat seine Salze verreckt, ne? Das wär's eh gewesen. Man kommt nirgends an, das heißt Midway Flag. Ach nö, Ziel kommt. Ja, auch gut. Na moin. Ja, die ist leider auch easy gegangen hier. Na, 6 Minuten, das ist ja hier, hey. Jetzt schaffen die doch mehr wie geplant. Also dann lassen das alles wirklich nur 2. Bis vielleicht sogar nur ein Part, bis das ganze Game hier. Ja gut, ein ist ja mal realistisch, aber 2. Ja, aber so krass viel haben wir nicht mehr, ne? Bin gespannt, bis jetzt auch ohne Game Over abgesehen, wenn die mal anfangen, aber das zählen wir jetzt mal nicht. Ich meine, was dir da selbst keinen Spaß macht, irgendwie drehen. Nein, dreh weiter. Das ist der Fall, das ist dumm und damit hat Tod auch verdient. Jetzt, es wird komplizierter. Step by Step Level, was soll man da, besser, was soll man auch anderes erwarten? Dieses Fakt, das ist ja einfach so. Ist ja klar, dass das hier alles skaliert. Ja, das machen die Partien nur noch das Level, glaube ich. Und. Rest kommt dann im nächsten Part. Oh oh. Ich muss mal schnell handeln. Sonst wäre nämlich das Set angehast. Aber so geht das. Wunderbar. Hier müssen wir auch hoch. Da kommt eine ganze Episode, die uns hier auf Trockeneis liegen kann. Da müssen wir erst aufpassen. David, pass auf, was du machst. Wir wollen keinen unnötigen Kills haben. Nicht in diesem weiten Spielstadium. Bin ich sicher. Wunderbar. Hier nicht mehr, also nicht wunderbar. So. Also, müssen wir einfach hoch und runter halten zu den richtigen Zeitpunkten. Wie ist das? Das eine geht ganz runter, geht das andere ganz rauf und das ist wichtig, damit wir hier raufkommen. Bam. Komm. Ja. Mehr eine klappe Kiste. Oh mein Gott. Schieß, Alter, hier. Ja, komm, geh hoch. Bleib oben. Ich.
Scheiße, war das gerade knapp, ey. Joa, wie soll man dann bitte so eine... Scheiße. Irgendwo denkt die, dass man hier oben reinkommen soll, ohne von der Lava komplett zerfickt zu werden. Ja, so, so zum Beispiel. Wie auch immer ich es gemacht habe, wir nehmen es an. Oh Gott. Keine Ahnung, ob Lava hier immer noch ansteigend ist. Nein! Digga! So, nein! So kurz vor dem Ziel. Junge, nein! Das ist jetzt... Alter! Was für eine Fahrlässigkeit! Ich hab... Was für eine Fahrlässigkeit! Das darf mir einfach nicht passieren, sowas! Ich kann jetzt die ganzen KKP nochmal spielen. Ich werde das jetzt so hart Probleme haben. Wie fahrlässig. Junge. Wieso passiert mir sowas? Das passiert typisch mir. So hart typisch. Fuck. Junge. Genau das Beide ist mit fahrlässig. Ich war so kurz vor dem Ziel, Alter. Und da rät es jetzt auch erst, weil es nervt. Es nervt, so kurz vor dem Ziel zu verrecken, ja. Yeah. Ja, was soll's. Hilft alles nix, mach mal einen Teil, doch mal. Gibt's Limmeres. Zum Beispiel diese Scheiße hier. Die ist knapp, das ist gerade. Nein, wir warten nochmal. Ich sag ja, der Herr jetzt mache so behinderte Sachen, falls die sonst eigentlich immer richtig machen, ne? Das Einzige, was für erstes Ziel wieder ans Ziel ranzukommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Ich will immer so hart Nerven kosten. Ich habe immer nur eine kleine Sekundenanzahl Zeit. Wie habe ich das gerade da reingeschafft? Das war übelstes Skill und Glück. Und okay, das war das heißt, die bringt mich erst noch zu verrecken jetzt gleich, ne? Ich sag's vor, aber so eine Art funktioniert. Irgendwie einen Millimeter weiter oben. Nee, so funktioniert es nicht. Ich muss an der Seite und dann rein. Überhaupt nicht zumindest. Wie habe ich das gerade gemacht, Alter? Scheiße, war das knapp hier, ey. Danke! Und jetzt bitte, David, mach keine Dummheitsfehler. Ich bringe das jetzt so hart um. Es war gerade wirklich so ein typischer Fehler bei mir, gerade wie es im Buch ist. Genau in der Mitte, um eins ganz verrecken kann. Das bringt es rein und verreck. Joa. Ich tue das mal nicht weiter kommentieren, aber. Ne. So. Und hier haben wir Pilzpalast Castle.
Und wie es da weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao.